Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei eHio. Wie letzte Woche angekündigt, schauen wir uns heute mal das Schätzchen hier im Eck an, das ich hier stehen habe. Und zwar wurde ich ja schon gefragt, ich habe das Video, was ich hier oben euch irgendwo verlinke, habe ich euch ein bisschen das Umschicke Schätzchen hier gebracht und da habe ich schon dieses Rigol-Netzteil verwendet. Und jetzt werde ich euch einfach mal ein bisschen mehr über das Rigol-Netzteil erklären. Grundsätzlich, weiß nicht, ob man es im Video hören kann, es ist laut. Also es ist sehr laut. Ich habe mich ja früher mal über die Ersa Vario aufgeregt, dass die laut sein tut. Das Netzteil ist nochmal ein Tick lauter. Also der Lüfter von der Ersa verschwindet drunter. Was natürlich damit zu tun hat, dass das Ding anständig Leistung hat. Es handelt sich hier um das DP832A der Firma Rigol. Das haben Marigol auch kostenlos zur Verfügung gestellt zum Testen. Das steht jetzt schon ein paar Monate hier. Vielen Dank da auch nochmal an Rigol, dass die da so großzügig sind. A ist die Advanced-Variante. Die hat ein Farbdisplay. Ob man es braucht oder nicht, muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden. Die hat ein Farbdisplay. Und was für mich ganz wichtig ist, die hat hinten einen Netzwerkanschluss. Und da habe ich euch auch im Ohmschen Gesetzvideo entsprechend die Einblendungen machen können, wo ihr gesehen habt, wie viel Spannung und wie viel Strom gerade verwendet wird. Also die Angaben, die hier drauf sind, UI und wie viel Leistung gerade verbraten wird oder wie viel Leistung gerade aus dem Netzteil kommt, die Angaben, die kann man uns wunderbar ausgeben lassen über die LXI-Schnittstelle. Wir haben bei dem Netzteil drei Kanäle, 30 Volt, also 0 bis 30 Volt, jeweils 3 Ampere. Und 5 Volt 3 Ampere. Da dachte ich mal erst so, ja, das ist so wie bei den Hamec-Netzteilen. Da gibt ja diese Einschieber von Hamec. Da hat man links 0 bis 25 Volt, glaube ich. Rechts 0 bis 25 Volt. Und in der Mitte hat man 5 Volt. Mit 2 Ampere oder 1 Ampere oder sowas. Man hat hier nicht 5 Volt 3 Ampere, sondern man hat hier 0 bis 5 Volt 3 Ampere. Also selbst die 5 Volt hier hinten, Kanal 3, selbst da könnt ihr jetzt einstellen 2 Volt und Output und dann kriege ich 2 Volt ausgegeben. Das finde ich eine ziemlich geniale Funktion. Da habe ich mich irgendwie unabsichtlich drauf gedrückt und dann passierte das, dass ich plötzlich die Spannung geändert habe. Ich dachte, das ist ein Fixausgang. Finde ich cool. Also selbst der 5 Volt Ausgang ist von 0 bis 5 Volt einstellbar. Zum Thema einstellbar. Man wählt hier mit den Tasten erstmal den Kanal aus. 1, 2, 3. Man sieht dann hier gelb, blau, lila der Kanal, der ausgewählt wird. Und dann stellt man ein, was man gerne hätte. Das heißt, wenn ich jetzt eine LED testen möchte, beispielsweise eine rote LED, dann weiß ich ja, eine rote LED, die hat so 20 mA, kürzerer Pin Minus, längerer Pin Plus. Dann gehe ich mit dem Beinchen direkt hier rein, die kann man hier anschrauben. Das geht ganz gut. Und dann weiß ich, diese LED hat 20 mA, weil ich ins Datenblatt geguckt habe. Ich tippe also einfach mal ein, 20, und dann habe ich hier Ampere, Volt, Milliampere, Millivolt. Dann sage ich 20 Milliampere. Die Spannung an sich ist grundsätzlich egal. Da kann ich jetzt mal 30 Volt einstellen, denn das Netzteil macht eine Strombegrenzung. Bei 20 Milliampere, die ich hier oben eingestellt habe, ist Schluss mit der Spannung. Also erhöht die Spannung so lang, bis die 20 Milliampere erreicht sind. Wenn wir also jetzt hier den Kanal 1 einschalten, hier oben einen On-Knopf, sehr, sehr, sehr praktisch. Dann leuchtet die rote LED, sie benötigt aktuell 20 mA und hat dann hier eine Spannung, die auch direkt angezeigt wird, von 1,80 irgendwas Volt. Wenn man jetzt keine Stromregelung eingeschaltet hätte, könnte man natürlich auch genau andersrum machen. Man weiß zum Beispiel, ja, ich habe jetzt hier 3 Ampere, die LED braucht ungefähr 2 Volt, dann gebe ich einfach 2 Volt als Spannung vor, schalte das Ganze ein, dann leuchtet die LED jetzt extrem hell, denn sie hat 56 mA und da weiß man eigentlich schon, wow, das ist eigentlich zu viel. Guck mal lieber nochmal ins Datenblatt, okay, 1,8 Volt hat die LED im Datenblatt stehen, dann sind wir auch beim vernünftigen Wert von ungefähr 20 mA. Nur mal als Beispiel von einer LED. Wenn man jetzt natürlich auf die komplette Strom- und Spannungsregelung pfeift und sagt einfach mal 30 Volt, 30 Ampere, dann blitzt die LED natürlich nur kurz auf und ist dann in dem Moment auch leider schon kaputt. Das wird mit einem herkömmlichen, schlechten Netzteil funktionieren, das entweder nicht schnell genug in der Stromregelung ist, weil er muss natürlich auch diese Regelung mit einer vernünftigen Geschwindigkeit machen, weil wenn nämlich das Ding erstmal einen Überschwinger kriegt und dann erst auf die
eingestellten 20 mA runterregelt, ist die LED vielleicht auch schon kaputt. Oder wenn man gar keine Stromregelung hat, dann sowieso. Praktischerweise hier, man kann den Strom direkt einstellen. Man muss jetzt nicht erst irgendwie hier einen Kurzschluss produzieren, wie es beim linearen Netzteil ist. Da hat man ja früher einen Kurzschluss gemacht, hat dann den Strom eingestellt und hat dann den Kurzschluss entfernt und wusste dann, ja, bei dem maximalen Strom greift die Regelung. Das finde ich hier sehr praktisch. Das Ganze natürlich alles galvanisch getrennt, das heißt, ich habe hier 30 Volt zweimal. Die kann ich also jetzt hier Minus und Plus zusammenhängen, dann hätte ich einmal Minus 30 Volt bis 0 Volt und einmal 0 Volt bis Plus 30 Volt. Oder ich verwende den unteren Minuspol von dem ersten Netzteilkanal und den Pluspol vom zweiten Kanal, wenn ich es in Serie schalte, und habe dann eine volle Bandbreite von 0 bis 60 Volt. Dafür gibt es auch natürlich Funktionen hier drin. Man kann jetzt zwei Netzteile zusammenhängen und kann dann einen sogenannten Track einschalten, dass, wenn ich die Spannung runterdrehe, die sowohl für Kanal 1 als auch für Kanal 2 hier gleichzeitig synchron runtergedreht wird. Dasselbe natürlich auch für die Spannung. Dasselbe natürlich auch für den Strom. Da kann man das auch mit diesem Track-Knopf aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich jetzt den Track-Knopf deaktiviert habe und ich ändere die Spannung, dann ändere ich sie nur noch hier für diesen einen Kanal. Das Ganze natürlich mit unendlich vielen Funktionen, die ich selber noch nicht wirklich herausgefunden habe. Man kann verschiedene Display-Modi einstellen, verschiedene Begrüßungsbildschirme. Man kann irgendwelche Kurven speichern und so weiter. Man kann Screenshots machen. Man kann natürlich, was ziemlich cool ist, monitoren, irgendwelche Bedingungen anzuschauen, ob die funktionieren, ob irgendwas größer, kleiner ist. Kann dann entsprechend ein Ausgänge hinten schalten. Hat, glaube ich, 4 I/O-Eingänge und Ausgänge. Kann da entsprechend passend irgendwelche Dinge ein- oder ausschalten. Man hat eine Timer-Funktion, man kann also auch so Dinge sagen wie, mach mal 5 Sekunden lang 10 Volt, 1 Ampere, dann 5 Sekunden lang 15 Volt, ein halbes Ampere und so weiter. Man könnte ganze Testabläufe mit dem Teil durchlaufen lassen und man hat natürlich auch eine Hilfe dabei. Also man klickt auf den Hilfeknopf und kriegt dann entsprechend eine Hilfe zu dem, was man halt einfach gerne hätte. Wenn wir jetzt hier auf unser normales Display zurückwechseln, haben wir hier unten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Display-Modi umzuschalten. Also einmal die Anzeige, wo man alle drei Kanäle auf einmal sieht, oder die Anzeige, wo man jetzt den Kanal sieht, den man auswählt. Gelb, blau, lila. Und wenn man da jetzt zum Beispiel 15 Volt oder 12 Volt ausgeben versucht, dann hüpft hier der Zeiger hoch. Man sieht wunderschön, ja, okay, jetzt gehen 12 Volt raus. Ja, hier könnte man es noch hochdrehen. Ich meine, die Anzeige, es ist eine schöne Spielerei, aber ich finde die Anzeige hier technisch gesehen einfach deutlich angenehmer. Das war jetzt also die grobe Vorstellung von dem Netzteil. Ihr seht es jetzt eh in den zukünftigen Videos, wenn ich, solange ich es halt hier behalten darf, seht es in den zukünftigen Videos, wenn ich irgendwas mit Strom oder Spannung machen muss, werdet ihr das Netzteil eh wieder in Verwendung sehen. Bin bisher sehr zufrieden, die Lautstärke ist nicht ganz ohne, aber sie ist okay. Also ich glaube, man kriegt es gut weggefiltert, gerade dass euch das jetzt auch nicht stört und so weiter. Von dem her, denke ich mal, kann man das so lassen. Ich werde dann auch in den Videos entsprechend die Einblendungen machen. Vielleicht mache ich selber mal ein kleines LabVIEW-Programm, wo ich die Anzeigen schön anschauen lassen kann, damit man einfach auch eine schöne Anzeige, nicht einfach nur so einen Text, sondern einfach eine Zeigeranzeige. In LabVIEW, glaube ich, kann man das ganz gut lösen. Ja, vielen Dank nochmal an Rigol, dass sie mir das Netzteil zur Verfügung gestellt haben. Ebenso wie auch das Ostsee, das hier rumsteht. Wenn ihr wollt, kann ich ja auch mal das kombinieren, dass ich mal hier ein bisschen was messe und hier mit dem Ostsee vermesse, wie genau und wie gut das Ding eigentlich ist. Wir reden hier aber um Größenordnung 800 Euro, glaube ich. Also das Ding ist schon nett. Großartig verkehrt, das hat schon was drauf. Bei der Größenordnung vom Preis bei Rigol kann man schon erwarten, dass das Ding definitiv was taugt. Ich habe es ja schon ein paar Mal getestet jetzt. Ich habe auch noch ein paar Ideen, was ich machen könnte. Wenn ihr Ideen habt, was ich mal mit dem Netzteil machen soll, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen. Ich werde jetzt weiter mich mit meiner Bestückmaschine spielen. Die Videos kommen dann ja auch bald. Bis dann, ciao.